Stimmen zum heutigen Spiel werden präsentiert von unserem offiziellen Energiepartner, den Stadtwerken Lübeck. Manuel Ferrona-Polido, herzlichen Glückwunsch. 3-1 gewonnen gegen Atlas Delmenhorst. Erstes Spiel nach längerer Pause für dich. Erzähl kurz erstmal, wie war es so vom Gefühl her? Ja, sehr gut. Erstmal ja, wieder die Kulisse mitzunehmen, wieder dabei zu sein. Das ist dann nach längerer Zeit, glaube ich, für jeden wieder was Besonderes und es hat richtig Spaß gemacht am Ende. Und insgesamt war es so, dass ihr von der Bank gekommen seid, heute nochmal richtig Schwung da reingebracht habt. Eigentlich auf vielen Ebenen auch für das Spiel. Hast du auch den Eindruck gehabt, dass es da nochmal so ein Ruck durch die Mannschaft ging? Ja klar, also im Endeffekt soll es so sein und wir haben ja das große Glück, dass wir so einen Kader haben. Im Endeffekt nehme ich jetzt mal drei Schlüsselszenen raus, das sind die zwei Tore, das ist das verhinderte Tor von mir und ja, das ist dann spielentscheidend und dass es dann von der Bank kommt, ist natürlich auch richtig geil für alle. Du hast es eben schon angesprochen, es sind nicht nur die Tore dann, die zwei Einwechselspieler gemacht haben, ja. Du hast auch eins verhindert, gefühlt 5 Meter vom eigenen Tor mit einer Grätsche und das als Offensivspieler. Das ist auch so ein Moment, der nicht so selbstverständlich ist. Erzähl mal kurz, wie hast du die Szene erlebt? Entschuldigung. Ja, also ich sehe halt, dass er ganz außen frei ist am Ende und zieht dann halt voll durch und kriegt dann halt im letzten Moment den Fuß davor. Ich weiß, dass ich gelb hatte, aber in dem Moment muss ich das Risiko gehen. Da steht 2-1. Ich glaube, das war Richtung Ende. Ja, ist natürlich geil, dass man mit so einer Aktion der Mannschaft helfen kann und so vielleicht einen Sieg mit eingeleitet hat. Ja. Und auch die Reaktion auf dem Platz ist eine gute, ne? Die ganze Mannschaft gefühlt hatte ich abgefeiert dafür. Das sind auch so Momente, die man genauso genießen kann wie ein Tor, oder? Absolut. Also ich glaube, sowas habe ich noch nie erlebt in meiner Karriere, dass ich für so eine Aktion so gefeiert wurde. Wie gesagt, das ist, ich glaube, der konnte fast einschieben und dann kriegst du dann noch einen Fuß zwischen. Das ist mega geil. Das ist wie ein Tor gewesen, ja. Jetzt seid ihr wieder Spitzenreiter. Mit dann auch 2 Spielen weniger als der direkte Verfolger. 1-2 Spiele sind morgen noch. Mal gucken, was da passiert. Aber wie fühlt sich das erstmal an und wie viel Bedeutung hat die Tabelle zum jetzigen Zeitpunkt schon? Gar keine. Also ich finde, man sollte einfach nicht auf die Tabelle gucken. Also es ist zwar eine Floskel oder eine Phrase, aber im Endeffekt, am Ende kackt die Ente. Und deswegen ist es schön, wie es ist gerade. Wir sind auf einem guten Weg, aber es heißt noch gar nichts. Das Schönste daran ist eigentlich, das sehe ich dann auch so, dass 13 Pflichtspiele gespielt sind und ihr noch keins verloren habt. Ja. Das ist das Pfund, mit dem man im Moment wuchern kann, glaube ich. Ja. Die Serie gilt zu verteidigen. Was muss man dafür machen, damit das in den nächsten Wochen so positiv weitergeht? Naja, einfach so weitermachen. Also ich glaube einfach, dass selbst bei Rückstand die Mannschaft einfach so eine geile Mentalität hat von 1 bis 20. Da auch in den letzten Minuten noch was zu klären, wenn es mal Arsch auf Eimer ist, sind wir da. Und du siehst, ob es jetzt ein Wirko war oder ein Hovi, der dann reinkommt, die Dinger dann entscheiden kann. Das ist einfach, ich bin einfach relativ, oder nicht relativ, ich bin mega glücklich mit der Mannschaft, weil es jeder wichtig ist. So. Vielleicht hat heute jemand nicht gespielt, der nächste Woche das Tor macht, das Entscheidende. Von daher, so muss man das immer sehen und so ist es auch. Wunderbar, dann drücken wir die Daumen, dass die nächste Woche genauso läuft. Erstmal danke und schönes Wochenende, danke. Manu. Vjekoslav Taritaš, herzlichen Glückwunsch. 3-1 gewonnen gegen Atlas Delmenhorst. Selbst haben wir ein Tor gemacht, das war das schönste Tor des Tages. Erzähl uns doch einfach mal, wie ist das gefallen, wie hast du es gemacht? Hast du es gesehen, dass die Ecke offen ist? Ja, also ich habe gesehen, also Marv hat mir den Ball gespielt. Ich habe mich gedreht, einfach geschossen und... Ja, ich wusste von Anfang an, dass ich den Ball gut getroffen habe und ja, ich habe es einfach reingesehen. Das war ein schönes Gefühl. Für solche Tore bist du gut und insbesondere seid ihr von der Bank im Moment immer gut dafür, dass am Ende noch was passiert. Du bist auch heute wieder eingewechselt worden, auch Kimmo, der das 2-1 gemacht hat, ist eingewechselt worden. Man hat immer das Gefühl, am Ende geht da noch was. Ja klar, ich glaube, wir haben genug Qualität auf der Bank auch, die Spiele zu entscheiden. Und ja, nicht nur die 11 Spieler, die spielen oder die starten, sondern 22 oder 24, weil ich weiß nicht, wie viele wir sind, aber ja, also da geht immer was, glaube ich. Nun seid ihr wieder Tabellenführer. Das ist sicherlich auch ein gutes Gefühl, jetzt so ins Wochenende zu starten, dass man wieder ganz oben steht, mit den Fans noch schön als Spitzenreiter feiern konnte. Wie fühlt sich das an? Ja, fühlt sich gut an.
die Saison ist noch lange, aber ja, im Moment fühlt sich gut an. Ja. Und dann geht es nächste Woche gleich nach einer langen Woche zum FC Teutonia. Das wird wieder ein ganz anderes Spiel. Kunstrasen, ein Gegner mit viel individueller Qualität. Was glaubst du, was wartet da auf euch? Ja, auf jeden Fall ein schwieriges Spiel. Wir werden uns gut vorbereiten und ja, schauen wir mal. Ja. Dann wünsche ich erstmal ein schönes Wochenende und viel Erfolg dann in der nächsten Woche. Danke, Jakoslav Heritage. Danke, gleichfalls. Ja, Kim Hobi, herzlichen Glückwunsch. 3:1 gewonnen gegen Atlas Delmenhorst. Dankeschön. Und auch diesmal wieder ein entscheidendes Tor von dir, wie schon vor 2 Wochen gegen St. Pauli. Erzähl kurz, wie ist das Tor gefallen? Wie hast du es erlebt? Ja, ich war in der Box und die Innenverteidiger war neben mir und ich habe, also er geht einfach vor und dann ich dachte, okay, jetzt bitte nach 2. Pfosten, Marius bringt das Ding und er hat genau mir gesehen an den 2. Pfosten und super Flanke einfach und ja, dann ist einfach ins Tor zu bringen. Warst du ein bisschen überrascht, dass du so viel Platz hattest? Ja, ein bisschen vielleicht, also, aber ja, also immer als Stürmer musst du immer bereit sein. Genau, das ist immer bereit, ist das Stichwort. Man hat das Gefühl, ihr seid im Moment immer bereit, auch die Jungs, die von der Bank kommen. Hat auch heute das Spiel wieder verändert, nochmal Schwung gebracht mit dir, mit allen, die danach kamen. Hast du auch diesen Eindruck, dass das im Moment das größte Plus dieser Mannschaft ist? Ja, also wir haben sehr, sehr gute Kader. Also wir haben für jede Position 2, 3 Spieler für jede Position oder für mehr. Also das Breite von Kader ist super und dafür, wir bringen immer mit dem Einwechselspieler, muss immer etwas bringen und das haben wir heute wieder gemacht und das freut uns einfach sehr, sehr viel, dass wir haben wieder gezeigt, diese Kämpfmentalität zum Ende, dass die 3 Punkte hier bleibt. Man hat irgendwie immer das Gefühl, ihr wisst, auch wenn es gegen Ende geht, irgendeine Chance kommt noch, wir können noch einen machen. Ist das auf dem Platz wirklich dieses Gefühl? Ja, also ich sage, wir glauben immer an uns und das ist unsere Stärke auch und das haben wir heute wieder gezeigt. Absolut. Die Presse ist jetzt schon dabei zu fragen, geht dann auch Hovi und Faklam, wird im Sturm jetzt mal getauscht oder was verändert? Hast du den Eindruck, dass ihr auch zusammenspielen könntet? Oder? Ja, also natürlich. Wir haben nicht oft mit 2 Stürmer jetzt gespielt bis jetzt, aber das ist auch Möglichkeiten und das muss der Trainer dann entscheiden, was der beste Startelf ist für oder welches System ist das Beste für uns. Aber bis jetzt, ich glaube, das hat gut geklappt mit der Einstimmung. Absolut, es hat auch gut geklappt mit den Einwechslungen immer. Ja. Trotzdem hat der Trainer jetzt wieder eine harte Aufgabe. Wie werdet ihr nächste Woche angehen? Du wirst dich anbieten weiterhin, um auch irgendwann mal anzufangen. Das muss dem Trainer so schwer wie möglich machen, denke ich mal, oder? Ja, vielleicht. Aber ja, wie gesagt, wir haben sehr, sehr gute Spieler für jede Position und wir sind sehr eng mit als Mannschaft. Also wir kennen uns sehr gut und ist eigentlich egal, wer spielt, aber am Ende des Tages ist das Hauptsache, dass die Sieg, also wir gewinnen jedes Spiel. Und wenn du jedes Spiel reinkommst und ein Tor machst, dann sind wir am Ende auch zufrieden, von daher. Ja, ist auch wichtig. Gut, dann schauen wir mal, was nächste Woche wird. Erstmal danke, Kim Hovi, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.